heute mal wieder Movie von mir. Und zwar, wie ihr schwerlich sehen könnt, befinden wir uns im Hotel Altera. Den genauen Link, wo es ist, setze ich euch noch drunter. Und zwar werden wir jetzt ab und zu mal eine Hotelvorstellung machen. Und mal sehen, wie es anläuft, mal sehen, wie es geht. Und da probieren wir mal. Also, ich schalte mal gleich rum. Hier ist die Straße. Und hier ist das Hotel. Also, es ist ein sehr, sehr großes Hotel. Immer für Gästeparkplatz. Und dann für Leute, die hier wohnen, natürlich weiter hinten. So, also es ist sehr, sehr groß. Wir gehen mal hier rum. Also es erstreckt sich nachher noch weit hier drüber. So, wir werden mal reingehen. Wir werden heute mal zum Haupteingang reingehen. Sabatikab. So, also hier ist die Rezeption. Hier haben wir ein paar Computertische, Spielecke und wo man sitzen kann. So, die Preise gebe ich euch nachher noch durch. Ja, sehr schön gemacht. So, also wir haben hier mehrere Objekte. Hier war eins. Also es sind, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 Stück. So, gut, wir gehen mal wieder raus, weil... So, also bewacht ist es auch. Und wir gehen jetzt mal kurz ins Bistro. Also hier ist der Frühstückstisch. Das ist der Frühstücksraum, ihr seht's. Und ich habe mir sagen lassen, es gibt ja bis 11 Uhr Frühstück. So, wir werden gleich mal jetzt in den Außenbereich gehen, ihr seht es ja. Also das gehört noch zum Küchenbereich. Hier ist der Poolbereich, also mit Liegen. Also hier nochmal zum Hotel. So, hier haben wir eine kleine Bar mit Billardtisch und die indischen Landsmänner sind auch da. Und hier haben wir den Pool. Mit Liegeflächen und. Also wir haben hier drin schon gebaden, es ist sehr, sehr angenehm. Wir haben einen Sportplatz, aber ich kann da jetzt nicht drauf zeigen, hier drüben. Weil da Leute sitzen hier, ihr seht es ja, aber da ist ein Fitnessraum. Die Gegend ist auch sehr ruhig und es ist in etwa in der Nähe von der Soi 6. So, wir werden mal hochgehen. Also wie gesagt, es gibt mehrere Flügel und zwar das da hinten, das gehört auch noch dazu und dann hat man hinten noch etliche. So, bevor wir weitergehen, würde ich sagen, Werbung. Wir gehen jetzt mal hinter den Eingang. Ja, man sieht ja, ist alles sehr, sehr schön und stylisch gemacht. Also es ist natürlich wieder... Es geht hier ein Gang runter, aber da geht nach rechts auch noch ein Zimmer. Und hier kommen wir wieder in die Lobby.
Also wir sind jetzt von außen lang gegangen, aber man kann auch noch hier drinnen durch die Lobby gehen. Seht ihr es? Alles kein Problem. So, hier und dann raus und dann ist man da. So, jetzt sehen wir aber schon die Zimmerchen. Also, so wie mir aufgefallen ist, gibt es hier viele, viele verschiedene Zimmer. Und ich denke mal, wir gucken mal in zwei rein. Und die Preise rutsche ich nochmal nach. So, wir werden jetzt mal das erste Hotelzimmer sehen. Hallihallo. So, ihr wisst ja, wer hier gewohnt hat. Und zwar besonders schön finde ich die Küche mit Klima, Kühlschrank. Also es sieht auch alles sehr, naja. Aber es sieht schon sehr gesund aus. Auch alles neu. Waschmaschine, Mikrowelle. So, hier haben wir ein kleines Wohnzimmer. Was ich persönlich immer sehr angenehm finde, dass man extra ein Schlafzimmer hat. So, hier machen wir mal die Außensicht. Das kann man ja vom Balkon aus machen. Hier ist der Balkon. So, ihr wisst Bescheid hier. Rot-Weiß. So, nehmen wir die Hinteransicht. Es ist auch sehr ruhig, weil im Prinzip kaum Autos hier unten lang kommen. Es ist eine kleine Seitengasse. So. So, hier gehen wir jetzt ins Schlafzimmer. Es ist ein Riesenhotel, ihr werdet das gleich sehen, was wir hier noch alles haben. So, hier mal wieder Computertisch, Fernseher. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde, sind die großen Scheiben. So, hier haben wir das Schlafzimmer. So, für die lieben Damen hätten wir hier einen Schminktisch. Und die Krönung, jetzt kommt das Ankleidezimmer. Mit Tresor. Also mir gefällt's. Wir gehen jetzt nochmal in das andere Zimmer und dann sehen wir uns. Bad. Das Bad. Ja, man muss ja auch pinkeln gehen. Ich wieder. Da hätte ich ja auch da rumgehen können, oder? Oh, das sieht schon mal schick aus. Auch die Fliesen sehr fachmännisch gemacht. Aber mit sauber machen und hin und her, ne? So. Wow. Allerdings hätte jemand vielleicht mal zwei Waschbecken, aber ist nicht so schlimm. Alles easy. Also, ich würde sagen, wir gucken uns das andere Zimmer an und dann. Wir machen Werbung und gucken uns danach das andere Zimmer an. Bis gleich. Also nur mal kurz eine Zwischensequenz. Und zwar habe ich so ein Tier noch nie gesehen. Ich mache mal ein bisschen größer. Also es sieht sehr komisch aus. So machen wir mal. Oh, da sind schon Ameisen dran. Ist das tot und die Ameisen tragen das schon weg? Ne, es lebt noch. Ihr seht da ganz unten zwei Ameisen. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Und bevor Otto reintritt, tun wir es mal eine grüne Pflanze.
So, hier sind wir wieder. Jetzt gucken wir uns das andere Zimmer an. Es ist völlig anders. Also die Gestaltung ist völlig anders gestaltet. So. Beginnen wir hier. Wir haben hier die Küchenzeile. Ihr seht ja braune Schränke. So, und hier haben wir noch, wie immer, wie ein Wohnzimmerbereich. Das soll wieder Computertisch sein. Hier einen schönen Balkon. So, jetzt sehen wir mal von der anderen Seite. Also wir waren eben in den Zimmern hier. Und hier sehen wir es. Ja, sehr schön. So. Also das ist das große Wohnzimmer hier. Schalt mal kurz rum, zacki zacki, keiner zu sehen. Gefällt mir auch sehr schön. So, jetzt haben wir hier das Bad. Also ich würde mal sagen, es erscheint zwar größer, aber ich glaube doch, dass es ein bisschen kleiner ist. So, wie fern da rum? So, und jetzt kommt wieder das Highlight. Ihr seht's. Computertisch, Fernseher, das Schlafzimmer. Diesmal nur mit Kleiderschrank und kein Ankleidezimmer. Aber was hier wieder sensationell ist, eine große Fensterfront. Wow. Sieht schon mal schick aus. So, also in dem Sinne, bis gleich. Ich bin nochmal schnell zu den Zimmerpreisen. Ihr wisst, es ist immer sehr schwierig in Thailand. Die Frau mich richtig verstanden hat, ist natürlich auch schwierig, weil es verschiedene Preise gibt, so ein Kran, Hochsaison, Nebensaison. Aber an sich das billigste Zimmer ist eigentlich nur ein Schlafzimmer mit 1500 Baht. Und die Familiensuite, die oben ist, die kostet 4500 Baht. Und dazwischen liegen die Preise. Es war jetzt sehr schwer, weil im Prinzip ist so, dass es auch so gebaut ist. Seht ihr, das sind verschiedene Zimmer. Das sind verschiedene Zimmer und hier wieder verschiedene Zimmer. Und hier sind ja wieder andere Zimmer. Hier drüben. Also in dem Sinne würde ich sagen, bleibt mir treu, bleibt mir gesund. Werdet alle glücklich und Abo nicht vergessen. So, mal sehen, wo wir nächste Woche hingehen. Wir werden wahrscheinlich jede Woche eins machen. Mal sehen, oder alle 14 Tage, wie es anläuft. In dem Sinne, bleibt ja gesund. Bleibt ja gesund und werdet alle glücklich. Euer Tattoo-Man. Bye, bye.